In diesem Video möchte ich ein, zwei Beispiele zeigen für die Verwendung von Variablen und Loops in Drabot. Ich habe hier ein neues Dokument, 1000 Abmessung oder warum nicht A4, das geht nämlich auch. Und jetzt schreibe ich einen Loop for i in range 12. Das gibt eine Liste von 0 bis 11, die durchgeackert wird. Die Iterationsvariable wird dabei zuerst 0 sein und am Ende 11. Und zeichnen könnte ich zum Beispiel Rechtecke. Ich schreibe 0, 0 für die Position und vielleicht nicht so groß, 100, 100 für die Ausdehnung in X- und Y-Richtung. Dann zeichnet es mir 12 Rechtecke aufeinander. Jetzt möchte ich sie vielleicht nebeneinander haben. Dann könnte ich zum Beispiel die Größe hier als Variable festlegen. Das alleine ändert noch nichts. Aber ich könnte dann die Position, für die Position ebenfalls eine Variable einrichten. Position x zum Beispiel gleich und dann die Iterationsvariable mit der Größe des Rechtecks multiplizieren. Jetzt kannst du schnell auf Pause drücken und dir überlegen, wie dieser Wert pos x sich über den Verlauf der Schleife verändern wird. Ja, du kannst es mit Print hier reinschreiben lassen bei jedem Durchgang. Es wird am Anfang 0 sein, weil der erste Eintrag in der Liste 0 ist. 0 mal 100 gibt 0 und dann 1 mal 100, 2 mal 100, 3 mal 100 und am Schluss 1100, weil am Ende der Liste 11 steht. Und aussehen tut es noch nicht, weil ich habe vergessen hier diese Variable zu verwenden. Ich ersetze hier das 0 mit pos x und jetzt wird bei jedem Durchgang der Schleife dieses Argument für die Einstellung, wo auf der x-Achse das Rechteck gezeichnet wird, dieser Wert wird um 100 zunehmen. Und jetzt stehen diese Rechtecke nebeneinander. Ich könnte das genau gleiche machen für die y-Variable. Das Print nehme ich raus. Hier pos y schreiben und dann steigt auch der Wert für die y-Achse. Dann könnte ich mir überlegen, wie bringe ich das alles auf die A4-Seite. Vielleicht nehme ich mal einen ganz kleinen Wert und es ist natürlich sinnlos, hier einen fixen Wert zu verwenden, wenn ich eine Variable habe. So ist das alles schön nebeneinander. Und ja, ich könnte jetzt zeigen, wie ich das so einstelle, dass ich mit dieser Anzahl genau die Seite fülle. Vielleicht mache ich das auch. Es gibt hier die Breite des Dokuments kann ich mir mit Width anzeigen lassen. Beziehungsweise nicht anzeigen, sondern ausrechnen lassen. Wenn ich das hier ausdrucke, hier sehe ich 595 Einheiten. Wenn du nachschaust, wie viele DTP-Punkte auf einer A4-Breite Platz haben, wirst du sehen, dass es ungefähr 595 sind. Das ist also hier schon geeicht. Und mit diesem Wert könnte ich jetzt sagen, zum Beispiel, wenn ich möchte, wenn ich eine fixe Anzahl möchte, Number of Rectangles gleich 12, und dann nehme ich diese Anzahl hier unten für die Einstellung dieser Range und dann ist, dann nehme ich nicht einen festen Wert für die Breite, sondern teile die Breite der Seite durch die Anzahl dieser Rechtecke.
dann kriege ich genau 12 über diese ganze Seite und jetzt kann ich diesen Wert natürlich erhöhen, 120 oder auch nur 2. Jetzt siehst du, wie diese Variablen es erlauben, hier zu spielen mit verschiedenen Werten. Das Programm bleibt immer gleich, aber ich ändere die Werte in den Variablen. Das ist ein interessanter Aspekt. Das ist aber sehr mathematisch und manchmal möchte man einfach auch nur etwas ein bisschen Spielerisches, nicht so zielgerichtetes. Und darum gehe ich hier wieder zurück auf 12 und jetzt nehme ich mal Zufallswerte. Ich behalte hier die Schleife, das ist immer noch mein Werkzeug. Ich möchte 12 mal etwas zeichnen. Vielleicht sind es diesmal Ovale. Und ich arbeite hier nicht mehr mit der Iterationsvariablen. Und ich möchte hier auch eine zufällige Größe. Ich möchte eine zufällige Position und eine zufällige Größe für meine Kreise, die ich zeichne. Und für Zufallswerte gibt es in Python, vielleicht zeige ich das zuerst, kommentiere ich das aus. Es gibt in Python eine Funktion, die Zufallswerte ausspuckt. Die heißt random. Wenn ich das hier ausführe, dann kriege ich 0,651 und so weiter. Oder 0,51 oder 0,46 oder 0,32. Es sind immer Zahlen zwischen 0 und 1. Also relativ kleine Zahlen, die alleine kann ich als Positionswert nicht brauchen. Das sind zu kleine Abstufungen. Aber ich kann sie multiplizieren mit etwas. Und weil es zwischen 0 und 1 ist, ist ähnlich wie Prozent. Wenn ich etwas mit 0 multipliziere, ist es nichts. Und wenn ich es mit 1 multipliziere, ist es 100% davon. Und wenn ich es mit 0,5 multipliziere, ist es die Hälfte. Auf diese Weise ist diese Random-Zahl kann recht nützlich sein, weil ich kann sagen, ja, insgesamt habe ich vielleicht 1000 und ich multipliziere das immer mit einer Zufallszahl zwischen 0 und 1 und dann weiß ich ganz genau, dass die Zahlen, die ich kriege, sind zwar zufällig, aber immer zwischen 0 und 1000. Also ich kann es ja hier einfach machen. Jetzt 500. 380, 613, 471, 519. Es wird nie unter 0 gehen und es wird nie über 1000 gehen. Okay, jetzt aktivieren wir das Ding wieder. Und jetzt sage ich hier überall random. Random, random, random. Und mit was multipliziere ich es? Die Größe ist immer zwischen 0 und 200, sage ich mal, und die Position. Und jetzt ist die Frage, was ist die Position? Wie breit ist denn eigentlich diese Seite? Wenn ich da oben 1000 mal 1000 hätte, dann wäre es klar. Dann kann ich hier einfach mal 1000 schreiben und hier auch mal 1000. Und dann kriege ich immer Werte zwischen 0 und 1000 und meine Seite ist 1000 mal 1000 breit, meine Fläche, dann ist das immer irgendwo da drauf. Oder nochmal, oder nochmal. Du siehst, das sind immer diese Kreise und sie sind immer auf dem Papier. Jetzt, was ist, wenn es nur 500 breit, 500 hoch ist? Wenn ich die Höhe, die Position für Position auf der Y-Achse mit 1000 multipliziere, dann wird hier immer etwas abgeschnitten sein. Ich werde hier auch Werte kriegen, die nicht mehr, wo es Kreise aufs Papier gibt, die nicht mehr sichtbar sind. Statt dieser 1000 kann ich hier Height mit Klammer, das ist eine Funktion, die die Höhe des Dokuments liefert. Und hier Width schreiben. Und dann kriege ich immer Werte. Jetzt habe ich einen Fehler. Height. Jetzt
kriege ich immer Werte, die hier garantiert auf die Fläche kommen. Und dann kann ich hier auch wieder auf A4 gehen zum Beispiel. Und habe sicher alle 12 Kreise auf dem Papier. Also so auf diese Art und Weise kannst du mit Zufallszahlen arbeiten. Du kannst hier auch ganz viel reinschreiben. Ich kann auch hier eine größere Bandbreite von Größen wählen. Und hier sehen wir jetzt ziemlich genau, dass es ein deutliches Problem gibt, nämlich habe ich immer Weißraum links und unten, aber oben und rechts nicht. Jetzt woran liegt das? Drück doch mal auf Pause und denk darüber nach. Die Werte, die ich hier generiere, die können bis 1000 reichen. Also wenn, oder nicht bis 1000, aber bis zur vollen Breite des Papiers. Also zum Beispiel da kriege ich die volle Breite des Papiers, wenn ich das mit einer Zufallszahl multipliziere, die beispielsweise 0,99999 ist, dann bin ich kriege ich eine Zahl, die mir den Kreis sehr weit hier rechts positioniert und der wird natürlich angeschnitten sein. Das heißt, eigentlich müsste ich diesen Zufallswert nicht mit der vollen Breite multiplizieren, sondern wenn ich es wirklich sauber machen will, muss ich von der Breite die von der Breite des Papiers die Breite des Kreises abziehen, damit der Kreis garantiert auf die Fläche zu liegen kommt. Und auch bei der Höhe dasselbe. Und jetzt sind alle Kreise auf dem Papier. Jetzt würde ich dir empfehlen, wieder auf Pause zu drücken und das einmal auszuprobieren. Vielleicht kannst du auch mal Rechtecke nehmen. Vielleicht nimmst du hier andere Werte, weniger Durchgänge, noch mehr Durchgänge, kleinere Größen und guckst mal, was so passiert. Jetzt zeige ich noch, was passieren könnte, wenn zwei Loops kombiniert werden. Ich könnte nämlich hier einen Loop schreiben, bevor diese Seite generiert wird. Ich nehme mal P für Page. In Range 10, Doppelpunkt. Und dann nach dem Doppelpunkt wichtig immer einrücken. Dann rücke ich alles, was nachher kommt, ein. Und dann kriege ich 10 mal eine neue Seite. Und dann immer 120 mal all diese Kreise. Und dann wieder eine neue Seite. Ich das ausführe. Hier ganz links noch die versteckten Vorschauen einblenden. Jetzt habe ich hier 10 Seiten mit solchen Kreiszeichnungen drauf. Und ich könnte natürlich auch 1000 Seiten rauslassen. Vielleicht kommt dann das Windrad, das dauert ein bisschen länger. Aber im Grunde genommen ist meiner verlegerischen Produktionslust hier keine Grenze gesetzt, außer der Computer stürzt ab. Und ich kann hier bücherweise solche Gebilde produzieren. 1000 Seiten.
Jetzt bin ich gespannt darauf, wie es bei dir aussieht, wenn du da ein bisschen experimentierst.